Ja, Freunde, das war der nächste Trailer für den Landwirtschaftssimulator 19, der offiziell von seitens von Giants eben veröffentlicht wird. Ich weiß, es war schon gestern am Abend, wie er veröffentlicht wurde, oder ich glaube um 16 Uhr oder 17 Uhr, aber ich bin leider nicht dazugekommen gestern am Abend, da ich leider nicht zu Hause war, dass ich eben gleich ein Video gemacht habe. Aber ich habe mir natürlich gedacht, das Video kommt auf jeden Fall darum, eben einen Tag später oder einen halben Tag später, eben heute erst am Vormittag. Wir sehen hier auf jeden Fall ein neues Fahrzeug im Landwirtschaftssimulator 19, und zwar von der Firma Mahindra. Ein UTV, glaube ich, nennt man sowas, oder na, ATV, glaube ich, ist es nicht, aber ein UTV. Ein sehr, sehr interessantes Gerät auf jeden Fall. Man kann hier wirklich über Stock und Stein fahren, also der hat eine riesige gute Federung, also da kann man überall rumfahren. Man sieht es auch, es wird in zu so kleineren Wegen hier gefahren, auf jeden Fall über der Karte. Wir befinden uns hier auf der USA-Karte auf jeden Fall, und wir schauen uns das Ganze einmal durch. Wir haben auch einen Sicherheitshinweis unten, dass wir eben im realen Leben da auf jeden Fall einen Helm und einen Sicherheitsgurt tragen sollen. Aber wenn wir hier durch die Büsche durchfahren, die Büsche gehen dynamisch zur Seite, also das wurde richtig toll umgesetzt. Auch die ganze Landschaftsgestaltung her gefällt mir richtig, richtig gut. Kurz gesagt, ein wirklich tolles Fahrzeug. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr, mit diesem Fahrzeug auf jeden Fall einmal rumzufahren auf der Karte. Man sieht auch, es geht relativ schnell, also von der Geschwindigkeit her ist das wirklich flott unterwegs, so Art wie ein Auto, würde ich sagen. Wir können sogar einen Strohballen beispielsweise laden oder generell einen Ballen laden hinten auf der Ladebritsche, also wirklich ein sehr, sehr interessantes Ding. Schauen wir uns ganz kurz den Trailer noch einmal durch. Wir starten hier eben bei unserem Hof und fahren dann eben los mit diesem tollen Fahrzeug. Der Sicherheitshinweis geht wieder an natürlich, und wir fahren hier hoch ein bisschen, ja, in die Berge, ins Hügelige ein bisschen. Man sieht auch hier die Federung recht toll. Der Zug fährt über uns drüber, und hier die Büsche, die auf die Seite gehen, das ist wirklich toll umgesetzt. Auch die kleinen Wege mit Laternen gestaltet, alles sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Hier bei den Feldern sieht man, wir haben einen sehr, sehr breiten Feldrand. Also da ist sehr, sehr viel Grünfläche zwischen Feld und Straße. Auf diesem einen Bild hat man ganz kurz gesehen, da spekuliert wurde oder auch ich gesagt habe beim letzten Trailer, der die USA-Karte zeigte, wegen diesen viereckigen oder rechteckigen Feldern. Hier sieht man wieder, dass die Felder wirklich sehr, sehr rechteckig sind. Also war es beim anderen Trailer nur eine optische Täuschung, oder gibt es wirklich Felder auf der USA-Karte vielleicht, die vielleicht nicht viereckig sind oder rechteckig sind und ein bisschen abgerundet sind? In diesem Trailer sieht man auf jeden Fall keines, also auch das eine, das man dann sieht von der Perspektive von oben drauf, sieht man eindeutig, dass das rechteckig ist. Ich glaube, das war dieses Feld, das man im anderen Trailer eben gesehen hat, wo man gesagt hat, ja, das könnte vielleicht ein abgerundetes Feld sein, aber ja, sehen wir uns auf jeden Fall an, wenn das Ganze dann einmal draußen ist. Hier sieht man wieder diese breiten Feldränder, die gefallen mir nicht so gut, diese großen Grünflächen. Hier ist dieses Feld, das ich meinte. Diese großen Grünflächen eben, ja, ist etwas komisch, würde ich sagen. Aber die Wassertextur, wenn man hier schaut, ist wirklich sehr, sehr gut geworden im LS17. Also die gefällt mir richtig gut. Stoppeltextur finde ich noch immer etwas zu wenig. Es ist schon ein bisschen mehr geworden von den Stoppeln am Feld. Aber wenn man sich ein richtiges Stoppelfeld im realen Leben anschaut, schaut das schon ganz anders aus. Kurzum gesagt, wirklich ein tolles neues Infovideo von Giants, wirklich toll zusammengeschnitten, toll aufgenommen. Also da kann man wirklich nur einmal Danke sagen für so eine tolle Arbeit. Ich freue mich auf jeden Fall schon, mit diesem Gerät hier über die Karte zu heizen und einmal alles anzuschauen. Also das wird perfekt dazu geeignet sein, dass man sich die Karte einmal erkundet, einmal anschaut. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du das Video auch bewerten würdest. Teile es, lass ein nettes Kommentar da und natürlich das Video nicht bewerten vergessen. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.